Ja, wir wollen so ein bisschen weitermachen, wo wir das letzte Mal am Sabbat aufgehört haben. Und das Thema, das ich da verfolge, heißt Jesus, unser Erlöser. Und das soll uns natürlich persönlich auch viel bringen. Aber wir haben ja schon letzte Mal gesagt, das ist ein schwieriges Thema, ein schwieriges Problem. Wenn wir ein schwieriges Problem studieren wollen, so wurde uns gesagt, dann lasst uns unsere Gedanken bei dem Erstaunlichsten verweilen, das sich je auf Erden oder im Himmel zugetragen hat. Nämlich die Fleischwerdung des Sohnes Gottes. Wir haben da auch wunderbare Verheißungen, denn die Menschwerdung des Sohnes Gottes bedeutet alles für uns. Unsere ganze Erlösung hängt darin. Und das ist ein Wunder, über das man staunt und nicht aufhören darf nachzudenken, weil sich die Größe des Charakters, die Größe der Demut, die Größe der Liebe darin offenbart, dass Gott Mensch geworden ist. Und deswegen wollen wir da auch fortfahren. Letztes Mal haben wir die göttliche Natur Jesu miteinander behandelt und heute soll es mehr um die menschliche Natur gehen. Sicherlich kann man nicht immer die Dinge so gut voneinander trennen, aber wir finden auch gerade bei dem Gedanken der menschlichen Natur Jesu viele wunderbare Dinge, die uns auch helfen und die wir auch genau ergründen müssen, denn es gibt auch viel Irrtum in der christlichen Welt, gerade über das Thema der Natur Jesu. Die Wichtigkeit liegt darin, dass wir verstehen, dass Jesus nicht nur als Stellvertreter etwas für uns getan hat, was wir dann nicht mehr tun müssen, sondern dass er etwas für uns getan hat, worin er uns ein Vorbild geworden ist. Und indem er uns ein Vorbild geworden ist, können wir ihm auch nacheifern und den Sieg erringen, den er errungen hat. Sagt es nicht die Laodicea-Botschaft, wer überwindet, wie ich überwunden habe? Und auch Offenbarung 14 stellt die letzte Schar vor, als die da hat den Glauben Jesu. Also müssen wir natürlich auch verstehen, wie Jesus überwunden hat. Und dazu ist wichtig, in welcher Natur er überwunden hat. Denn er ist nicht gekommen als jemand, der beweisen wollte, dass Gott die Sünde überwinden kann, sondern dass der Mensch in Verbindung mit Gott die Sünde überwinden kann. Und so liest sich ja auch die Bibel in vielen Texten. Wir schlagen mal auf Römer 8, Vers 3. Römer 8, Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war durch das Fleisch, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Also ganz wichtiger Text. In der Gleichgestalt des sündigen Fleisches, King James sagt, glaube ich, in the likeness of sinful flesh. Dabei dürfen wir natürlich verstehen, dass Jesus nicht, dass der Begriff sündliche Fleisch nicht bedeutet, dass er in die Sünde einwilligte oder dass er in der verderbten Natur kam. Aber dass er in das Fleisch kam, das durch Sünde geschwächt war. Er kam also nicht in der Natur eines Adams, bevor er in Sünde gefallen war, sondern er kam in dem geschwächten Fleisch. Also wir dürfen zuversichtlich sein, dass nicht Jesus ein besseres Rüstwerk hatte als Mensch, wie es uns eben zusteht, sondern er hat in unserem Werkzeug, in unserer Natur, die Sünde im Fleisch verdammt. Und so sagt es auch die Bibel, er, der keine Sünde getan hat, daran ist kein Zweifel. Jesus hat keine Sünde getan. Ne, wo steht der Text? Haben wir jetzt hier nicht erwähnt. Ja, ein bisschen zum Nachdenken. Kleines Quiz zwischendurch.
Ja, guck mal. Genau, 1. Petrus 2, Vers 22. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Ja, also zum Mitschreiben, das steht ja an der Wand. Wir wollen nur ein bisschen vorwärts kommen. Also, Jesus hat keine Sünde getan. Wir könnten noch mehr Texte nennen. Was sagt Jesus auch? Wer kann von euch kann mich einer Sünde bezichtigen? Das war ja auch so ein Wort. Jesus war also sündlos, kein Zweifel. Ne? Aber er kam in unser Fleisch, in unsere Natur, soll das heißen. Und das klärt vielleicht nicht jede Frage hier an dieser Stelle, aber wichtig ist für uns festzuhalten, dass er die menschliche Natur wirklich annahm, dass er war wie wir. Wir hatten hier schon Texte gelesen, Johannes 1, Vers 14 beispielsweise. Das Wort ward Fleisch. Wer ist das Wort? Jesus. Und wohnte unter uns. Also, Fleisch, das ist der Begriff für unsere Natur. Für die menschliche Natur, für die Schwachheit der menschlichen Natur. Und so war es ja auch verheißen, denn der Stammbaum Jesu, hier Römer 1, Vers 3, verrät von seinem Sohn, der geboren ist, nach dem Samen Davids, nach dem Fleisch. Also Jesus wird im Stammbaum in einer Folge von menschlichen Ahnen dargestellt. Und damit wird betont, dass er nicht nur durch die Zeugung durch den Geist Gottes, wenn wir es so nennen dürfen, in diese Welt kam, sondern dass er eben auch eine Erbfolge hat, die sich zurückführen lässt bis auf Adam. Und das war auch die Verheißung des Samens. Der Same ist immer der menschliche Nachfolger, ne, der natürliche Nachfolger. Ja, Hartmut? Er wird ja auch nicht umsonst gesagt, Sohn Davids, ne? Also Nachkomme das Davids. Das bedeutet das auch. Also der ganze, die Verheißung des Messias ruht eigentlich darin, dass der Erlöser, Gottes Sohn, Mensch werden sollte. Das heißt, in unsere Natur kommen sollte. So, es ist ja auch nur ein Beispiel, 1. Mose 22, 18, durch deinen Samen, das ist Christus, sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, so wurde es Abraham verheißen. Also durch den Samen, durch den Nachkommen, durch den nach Generationen nachfolgenden Christus. Wir schlagen mal den Hebräerbrief auf. Hebräer Kapitel 2, lesen wir Verse 14 bis 18. Das ist ein Text, der uns hier gerade bei der menschlichen Natur ganz wichtig ist und der da auch im Zentrum stehen darf. Hebräer 2, 14 bis 18. Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel. Und er löste die, so durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott, zu versöhnen die Sünden des Volkes. Denn worin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Also was betont hier der Schreiber? Er diskutiert das ja, hat Jesus, sagen wir mal, auf seine Herablassung, hat er die Ebene der Engel, hat er sich damit zufrieden gegeben, sondern er ist tiefer, ist wie wir Fleisch und Blut haben, ist er gleichermaßen teilhaftig geworden. Also kam er in unsere Natur. Er ist wahrer Mensch geworden. Aber
Gut, wir vergessen nicht, er ist auch wahrer Gott geblieben. Nur, dass er nicht in der Gottheit überwunden hat, sondern dass er in der Menschlichkeit, der geschwächten Menschlichkeit, den Versuchungen ausgesetzt war. Denn er musste, Vers 17, in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, damit er überhaupt unser Erlöser werden konnte. Dass er unser Opfer werden konnte. Dass er für unser Fürsprecher werden konnte. Und dass er auch unser Stellvertreter sein konnte, der auch die göttliche Natur wieder in Verbindung mit der menschlichen Natur bringt, damit es uns wieder möglich ist, aus der gefallenen göttlichen Natur wieder zurückzukommen, Anteil zu gewinnen an der göttlichen Natur. Und so lesen wir in der Schrift, dass er in allem uns gleich geworden ist. Wenn wir, ich habe den Text jetzt nicht an der Wand, aber Kapitel 4, Vers 15 sagt ja, denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der in allem versucht worden ist, gleich wie wir. Der in allem versucht worden ist, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Also, er ist versucht worden wie wir, und das ist ein bisschen schwierig, sich dem richtig bewusst zu werden. Wenn jetzt jemand alkoholsüchtig ist und damit zu kämpfen hat, vom Alkohol freizukommen, hat Jesus diese Erfahrung gemacht, wie man vom Alkohol freikommt? Nein. Und trotzdem wurde er versucht in allem wie wir. Aber wir können es ja auch sagen, es trifft vielleicht nicht jeden, aber die Mehrheit weiß es nicht, wie es ist, wenn man vom Alkohol frei wird. Ne, dass trotzdem wissen wir, was es bedeutet, versucht zu werden in unserer Natur. Und deswegen muss man auch vielleicht in mehreren stillen Stunden mal darüber nachdenken, was das für Jesus überhaupt bedeutet hat, versucht zu werden wie wir. Und wie ist das überhaupt möglich gewesen, dass er versucht worden ist wie wir, ohne an unserer Sünde teilzuhaben? Denn er weist ja Unterschiede auf zu uns, wie wir schon bemerkt haben. Aber an dieser Stelle müssen wir uns bewusst werden, dass er wirklich unser Fleisch hatte, unsere Natur, unsere Schwachheit. Und was er nicht hatte, ich habe ja nur das Beispiel vom Alkohol genannt, wir können ja jede andere Sünde auch nehmen. Er hatte nicht die Verderbtheit unserer Natur. Er hatte nicht diesen Hang zur Sünde, so wird uns gesagt. Aber er hatte unsere Schwachheit. Was ist der Unterschied? Der Unterschied zwischen der Schwachheit und dem Hang zur Sünde? Ja, Hausaufgabe. Dürft ihr alle drüber nachdenken. Aber so wird es uns beschrieben. Wir dürfen ihn nicht darstellen als jemand, der den Hang zur Sünde hatte. Aber er hat unsere Schwachheit. Er hatte nicht die Verderbtheit unserer Natur. Also beim Lesen der Literatur von Ellen White habe ich festgestellt, dass das der entsprechende Terminus ist, den ich deswegen auch gerne verwende, dass Jesus nicht in unserer verderbten Natur kam. Sie sagt es an der Stelle, da sagt sie, kann auch die Quelle gleich angeben, he took our, Sekunde mal, ich will es genau sagen, Christ took our nature, fallen, but not corrupted. Also Christus nahm unsere Natur auf sich, gefallen, aber nicht verderbt. Das heißt also, hier ist ein Unterschied. Wir haben die verderbte Natur. Und Christus nahm die gefallene Natur, die geschwächte Natur, aber nicht die verderbte Natur. Das soll uns aber heute nicht in der Ausführlichkeit besprechen, das wiederholt sich noch. Also ich will da noch drauf eingehen, aber
An dieser Stelle muss uns wichtig sein, dass Christus das geschwächte menschliche Fleisch auf sich nahm, ohne den Hang zur Sünde zu haben. Und das schwächt, da kann man leicht denken, dass Christus vielleicht den Vorteil hatte. Aber das ist nicht der Fall. Weil Christus musste ja auch seine eigentliche Natur oder sagen wir seine göttliche Natur verleugnen. Die durfte er nicht benutzen, weil sie uns ja auch nicht zur Verfügung steht. Und er musste in der Reinheit der göttlichen Natur wandeln. Wir lesen aber lieber mal ein paar Zeugnisse, damit diese Begriffe, die ich jetzt auch ganz bewusst wähle, dass die auch klar sind. Vielleicht erstmal dieses hier. Als Jesus die menschliche Natur annahm und in Gestalt wie ein Mensch ward, hatte er alle menschlichen Organe. Seine Bedürfnisse waren die Bedürfnisse eines Menschen. Er hatte leibliche Bedürfnisse, die gestillt werden mussten, körperliche Müdigkeit, der abgeholfen werden musste. Durch Gebet zum Vater wurde er für Pflicht und Prüfung gefestigt. Also, uns wird gesagt, dass er die gleiche menschliche Schwachheit hatte wie wir. Und dabei werden Beispiele erwähnt. Also, er war wirklich ein Mensch mit menschlichen Organen. Der hat genauso funktioniert wie wir. Die ganze Biochemie war so. Und die Bedürfnisse waren auch körperliche Müdigkeit, der abgeholfen werden musste. Und Hunger ist jetzt nicht erwähnt, aber wird eben auch an vielen Stellen beschrieben. Oder das hier, er kam in Menschengestalt in diese Welt, um als Mensch unter Menschen zu leben. Er nahm die Schwächen der menschlichen Natur an, um geprüft und getestet zu werden. In seiner menschlichen Natur war er Teilhaber der göttlichen Natur. In seiner Fleischwerdung erwarb er den Titel des Sohnes Gottes im neuen Sinne. Also, wieder, er nahm die Schwächen der menschlichen Natur an. Aber noch was habe ich unterstrichen, er war Teilhaber der göttlichen Natur. Das ist ein Begriff, den ihr sicherlich kennt. Wir könnten gerne noch mal aufschlagen, ich habe ihn schon ein paar Mal erwähnt. Das ist also auch ein biblischer Begriff in 2. Petrus 1, Vers 4. Und er wird auf uns alle angewendet, dass wir Anteil bekommen sollen an dieser göttlichen Natur. Durch welche er eine uns überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit er durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werden, nachdem wir den Verderben entflohen sind, nachdem ihr den Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt besteht. Da setzt er eben deshalb allen Eifer daran und reicht in seinem Glauben die Tugend. So sind wir schon viel zu da. Weit. In der Tugend, aber nicht die Erkenntnis. Da kam der gleiche Begriff vor, ich habe das jetzt nicht so erfasst. Ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur Teilhaber werdet. Der göttlichen Natur, ne? Darum geht es uns jetzt. Also wir sollen Teilhaber der göttlichen Natur werden. Wir kennen am besten unseren Kampf. Wenn wir verstehen wollen, dass Jesus so versucht worden ist wie wir, dann wäre es hilfreich, dass wir uns nicht vorstellen, wie was für ein Gottlosen eine Versuchung ist. Der Gottlose kennt eigentlich die Versuchung nicht. Es sei denn, sein Gewissen ist in irgendeiner Hinsicht wach. Aber wer das Wort Gottes nicht annimmt, wird es sich nicht zum Maßstab nehmen und wird die Sünde auch nicht erkennen. Nehmen wir den Sabbat zum Beispiel. Da die Leute gehen am Sabbat einkaufen und machen sich kein Gewissen. Und somit erkennen sie eben auch die Sünde darin nicht. Nicht, wenn jemand aber den Sabbat erkennt und vielleicht einen Beruf angeboten kriegt, wo er viel Geld verdient und wo er am Sabbat arbeiten muss, dann ist es eine Versuchung. Wir werden versucht dadurch, dass wir als Teilhaber der göttlichen Natur davon abgebracht werden sollen, von der Reinheit dieser Teilhaberschaft in der göttlichen Natur. Also zurück zur Sünde.
Wir sollen also diesen schmalen Grat der Teilhaberschaft der göttlichen Natur gehen. Und das ist ein Wandel ohne zu fallen, ohne zu sündigen. Und genau das hat Christus getan. Er war, wie wir gelesen haben, Teilhaber der göttlichen Natur. Nur dass er das Göttliche, seine göttliche Kraft, die ihm eigentlich jederzeit hätte helfen können, aus der menschlichen Schwachheit zu entfliehen, verleugnete. Aber er hat auf gleiche Weise die Teilhaberschaft der göttlichen Natur gelebt, wie wir sie auch leben sollen. Und er war im gleichen Spannungsfeld. Er war in der menschlichen Schwachheit und hatte die Aufgabe, Teilhaber der göttlichen Natur zu bleiben, so wie wir. Und er hat überwunden, nicht mit der Hilfe seiner Gottheit, sondern er hat überwunden mit der Kraft, die er vom Vater erbeten hat. Und genauso können wir es auch machen. Und deswegen wurde er versucht wie wir. Und sogar noch mehr, weil er dieses Spannungsfeld zwischen seinem sündlosen Wandel und der Boshaftigkeit seiner Umwelt und der Leichtigkeit der Situation zu entfliehen, viel stärker ausgesetzt war wie wir. Und deswegen war er versucht wie wir, weil er menschliches Fleisch hatte. Wenn er das menschliche Fleisch in der Schwachheit nicht so hätte wie wir, dann hätte er auch nicht so versucht werden können wie wir. Und dann wäre er uns auch kein Beispiel. Also das ist wichtig für uns und deswegen haben wir ja schon gelesen, die menschliche Natur bedeutet alles für uns. In der menschlichen Natur wurde Christus der Garant dafür, dass auch wir überwinden können. Und wir müssen genauso in der göttlichen Natur wandeln, wie Christus es uns vorgemacht hat. Hier steht das, einmal formuliert im Bibelkommentar. Es war für den Fürsten des Lebens eine schwere Aufgabe, den Plan auszuführen, den er zur Erlösung des Menschen in Angriff genommen hatte, indem er seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit bekleidete. Er hatte Ehre in den himmlischen Höfen empfangen und war mit absoluter Macht vertraut. Es war für ihn ebenso schwierig, die Ebene der menschlichen Natur beizuhalten, wie für Menschen, sich über die niedrige Ebene ihrer verdorbenen Natur zu erheben und an der göttlichen Natur teilzuhaben. Der gleiche Kampf. Also an der göttlichen Natur musste Christus teilhaben und es war für ihn ebenso schwierig, diese Ebene beizubehalten wie für uns. Aber er hat es uns erst möglich gemacht. Auch das wollen wir nicht vergessen. Er hat diese göttliche Natur oder uns die Möglichkeit, die erneute Möglichkeit zur Teilhaberschaft an der göttlichen Natur erst wieder gebracht. Und damit waren die Versuchungen für ihn auch wirkliche Versuchungen. Und er hatte die Versuchung, er war in der Versuchung geneigt, der Versuchung nachzugeben. Unser Erlöser nahm die menschliche Natur mit all ihren Schwächen an. Er nahm die Natur des Menschen mit der Möglichkeit an, der Versuchung nachzugeben. Wir haben nichts zu tragen, was er nicht ertragen hätte. Also die Möglichkeit des Fallens war da, die Möglichkeit der Versuchung nachzugeben war da. Und eine Versuchung ist ja nur dann eine Versuchung, wenn auch in realistischer Reichweite das Nachgeben da ist und überhaupt möglich ist. Und wenn man sich die Versuchung in der Wüste dann mal vor Augen führt, dann darf man nicht voreilig sein und denken, ja, Christus wurde jetzt versucht darin, dass er Steine zu Brot macht. Kann ich gar nicht nachempfinden. Ich kann Steine nicht zu Brot machen. Aber die Versuchung für Jesus war ja, dass er auf das Wort seines Vaters nicht mehr vertraute. Der Vater hatte noch zur Taufe gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an welchen ich wohlgefallen habe. Und damit ist er in die Wüste gegangen. Und jetzt kam Satan. Und das Umfeld war so schwach, so trostlos. Und das sollte der Sohn Gottes sein, in diesem schwachen Umfeld, so verhärmt,
so hungrig, sorgt Gott nicht für ihn? Wenn er Gottes Sohn ist, dann muss doch Gott für ihn sorgen. Das war doch die Versuchung, dass er in dieser Schwachheit auch ertragen musste, dass er im Glauben nur die Verheißung hatte, dass er Gottes Sohn war und dass Gott sich zu ihm bekennt. Und da geht es uns doch ganz genauso. Sagt nicht Gott auch zu uns in seinem Wort, siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Und wie fühlen wir uns manchmal? Verlassen. Manchmal denken wir, unser Glaube, wer hält noch zu uns? Vielleicht verlässt der uns oder der schwächelt. Wo ist die Kraft Gottes? Sind wir die Gemeinde Gottes? Hat Gott uns lieb? Hat Gott uns verlassen? Solche Gedanken kommen menschlicherweise auf durch die menschliche Schwachheit. Und das hat Jesus auch empfunden. Aber der Teufel wusste, dass seine Versuchung, daraus zu entfliehen, eine andere war als bei uns. Wir würden sagen, ach komm, schmeiß alle hin. Ich gebe auf. Keine Kraft mehr. Und fallen zurück in die Welt. Dann gehen wir wieder ins Kino, wenn wir einen Glauben wegschmeißen und fangen an zu rauchen, zu trinken oder was auch immer. Aber Jesus war geneigt, seine göttliche Natur zu benutzen, um aus dieser Situation zu fliehen. Er musste die Teilhaberschaft an der göttlichen Natur, die, wie wir sie haben, beibehalten sollen, die musste er mit den gleichen Mitteln festhalten wie auch wir. Ja, und das sind die Beispiele, die auch immer wieder kommen. Er war hungrig und durstig und müde. Er wurde durch Nahrung aufrechterhalten, durch Schlaf erquickt. Er teilte das Los der Menschen. Doch er war der makellose Sohn Gottes. Er war Gott im Fleische. Sein Charakter soll unser Charakter sein. So lesen wir es immer wieder. Schlagen wir doch mal einen Bibelvers auf in Jesaja 53. Das ist ja das bekannte Kapitel über die Leiden Jesu. Wir beschränken uns mal auf den Vers 2. Oder meinetwegen auch Vers 2 und 3. Habe ich es hier? Ja, jetzt Vers 2 habe ich da, aber wir können Vers 3 auch gerne mitlesen. Er wuchs auf vor ihm wie ein Sprössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von denen. Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Ja, also hier haben wir das vor Augen. Das, was das Auge damals gesehen hat, als Jesus unter den Menschen weilte, war nichts Attraktives. Ein geschwächter Mensch. Und als er so zermartert da am Kreuz hing, was haben die Leute gespottet? Ist der Gottes Sohn? Steige herab vom Kreuz. Ha, das soll Gottes Sohn sein? Kann er nicht sein. Gott würde ihn ja so gar nicht da hängen lassen. Also es schien ja auch für die Jünger, als ob alles verloren war. Und das menschliche Auge hatte nichts, aber die Schwachheit des menschlichen Fleisches wurde offenbar. Und so sollte es auch sein. Denn Jesus, der König der Juden, war jetzt nicht jemand wie Saul, der den Kopf größer war und schöner und der schon so von der menschlichen Würde so aussah, sondern Jesus, ich habe es hier, ich würde jetzt eigentlich nicht alles lesen, aber hier heißt es, er sollte, hier unten, vorletzte Zeile, die Wesensmerkmale der menschlichen Familien des jüdischen Volkes tragen. In jeder Hinsicht sollte der Sohn Gottes den Menschen ähnlich sein. Er sollte keine solche Schönheit in Person darstellen, die ihn einzigartig unter den Menschen erscheinen ließe. Er sollte keine wunderbare Schönheit zeigen, um die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken. Er trat vor Himmel und Erde als Vertreter der menschlichen Familie. Er sollte als Stellvertreter und Bürger des Menschen auftreten und so weiter. Also keine wunderbare Schönheit, sondern in der Schwachheit der menschlichen Natur sollte er kommen.
Wir sitzen ja auch nicht und sagen, oh, wir sind so hässlich und keiner kann uns leiden und Jesus war so schön und jeder hat ihn gemocht. So ist es doch gar nicht. Sondern er kann alles mitleiden und hat alles miterlebt. Ja, und so heißt es auch, indem Christus die menschliche Natur in ihrem gefallenen Zustand annahm, beteiligte er sich nicht im geringsten an ihrer Sünde. Er war Schwachheit und Mattigkeit unterworfen, womit der Mensch behaftet ist, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Er verspürte unsere Schwachheiten und ward in allen Dingen versucht wie wir, doch er war ohne Sünde. Er war das unschuldige und unbefleckte Lamm. Und das ist ganz wichtig festzuhalten, dass wir einen Heiland haben, der unsere Schwachheit angenommen hat. Der nicht gekommen ist, um als Gott zu überwinden, sondern der gelitten hat für uns, um uns ein Beispiel zu geben. Und der eben uns geholfen hat, dadurch, dass er auch in der Schwachheit des menschlichen Fleisches auch die Versuchung Satans erduldet hat. Und so dürfen wir eben daraus auch die Zuversicht nehmen, dass er auch uns die Kraft gibt, in unserer menschlichen Natur zu überwinden. Nicht als unsere Kraft, nicht als unsere Leistung, sondern dadurch, dass Christus in uns lebt, dadurch, dass Christus in uns wirksam wird. Und er kennt unsere Schwachheiten, er kennt unsere Leiden, er kennt sogar den Tod. Und der Tod ist schlimmer als jede Krankheit. Und so können wir uns ihm allezeit anvertrauen und gewiss sein, dass er für uns alles durchlitten hat und alles durchschritten hat und dass wir uns in allem an ihn wenden dürfen, als Vorbild, dass auch wir überwinden, wie er überwunden hat. Ja, möge Gott uns helfen, dass auch richtig zu begreifen, persönlich für uns nachzuempfinden und zu erkennen, dass wir letztendlich auch keine Entschuldigung haben. Nicht wie viele Christen nehmen das als Entschuldigung und sagen, ja, Jesus war ja natürlich vollkommen, sie glaube ich schon, aber war ja auch Jesus. Dem ist nicht so. Jesus war wie wir und hat überwunden, wie auch wir überwinden können. Und das ist eine Verheißung. Und die sollten wir festhalten, und daraus eben auch Kraft schöpfen. Ja, möge Gott uns Gnade schenken, Amen. Dass wir auch Überwinder werden, wie er überwunden hat. Amen. Amen. Ja, habt ihr